Das kann man sich nicht ausdenken. Und übrigens habe ich da auch selber Fehleinschätzungen gemacht, werde ich auch danach sagen und mich entschuldigen. Aber das ist unfassbar. In Deutschland, die von Angela Merkel mehr oder weniger stark beeinflussten Medien haben uns jahrelang überzeugt, dass Donald Trump eine Handpuppe von Putin ist und Angela Merkel die tapfere Bekämpferin von Putin. Ich habe das viel zu lange geglaubt, muss ich mich entschuldigen, Fehleinschätzung, muss man auch mal analysieren, wie kommt man zu der Fehleinschätzung, auch deshalb, weil Angela Merkel einfach die Wahrheit so verdreht, wie man das sonst eigentlich nur aus sozialistischen oder anderen Systemen gewohnt ist. Und jetzt das, Donald Trump tritt in Pennsylvania auf und er erzählt, dass er, die angebliche Handpuppe Putins, 2017 auf dem G7-Gipfel der Merkel eine weiße Fahne geschenkt hat als Zeichen für die Kapitulation. War auch eine feine Anspielung darauf, dass Angela Merkel ja einmal angewidert die deutsche Fahne von einer Tribüne entfernt hat. Wenn ich dran denke, verlinke ich das oben. Weiß nicht, wo ich es verlinke. Oben, wenn ich dran denke. Und Trump kritisierte dann Merkel, sagte ihr, sie mache Deutschland abhängig von russischer Energie und das sei gefährlich. Und Merkel habe dann nur abweichend reagiert, hat gesagt, nein, da wird nichts passieren. Und Trump erinnerte an dieser Rede dann auch daran, dass als er in der UNO davor warnte, dass Deutschland abhängig wird von russischer Energie, dass das gefährlich ist, dass da Heiko Maas und die anderen Jungen in kurzen Hosen, wie ich die nenne, ihn verlacht haben. Diese Szenen sind legendär, wo die in der UNO feixen und Donald Trump verlachen, weil er vor dem warnte, woran Deutschland jetzt ganz massiv leidet. Man kann zu Putin stehen, wie man will, wie ich stehe, wisst ihr, ich will aber auch niemanden bekehren, aber Fakt ist, man kann nachlesen und ich schreibe seit 20 Jahren darüber, dass er immer gesagt hat, Öl und Gas sind der Weg, um Russland wieder zur Weltmacht zu verhelfen und dass er Öl und Gas regelmäßig einsetzte, um Druck zu machen, um politische Ziele durchzusetzen. Das ist ein Fakt. Wenn man das früher schrieb, dann wurde man verlacht und dann hieß es, man ist verrückt von den gleichen Leuten, die einen jetzt auf der anderen Seite völlig überholen, für die es jetzt alles um 180 Grad gedreht ist. Also immer da, wo der Mainstream ist. In meinen Augen völlig phänomenal. Und wie gesagt, nochmal Entschuldigung, ich habe da auch eine Zeit lang daran geglaubt, also dass Trump hier von Putin sozusagen abhängig ist und Merkel gegen ihn ist. Und man muss dazu sagen, ich bin überzeugt, unter Donald Trump hätte es diesen Ukraine-Krieg nicht gegeben. Das ist meine tiefste Überzeugung, dass es Putin unter Donald Trump nicht gewagt hätte, in die Ukraine einzumarschieren. Und man kann ja zu Trump stehen, wie man will, aber dieses Hinstellen von ihm als die Inkarnation des Bösen, das ist irre. Übrigens, ich habe gegoogelt. Dann habe ich gegoogelt mit Montag 15 Uhr. Da war bei den Suchwörtern Merkel, Trump, weiße Fahne, außer in der freien Welt, ein alternatives Medium, war nirgends etwas zu finden. Vielleicht ziehen die noch nach. Glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass man die säulenheilige Angela Merkel, von denen staatsnahe Medien wie die Online schrieb, sie sei das Licht in der Finsternis, dass man solche hochproblematischen Sachen einfach nicht bekannt machen will. Und Merkel hat sich immer inszeniert als Bekämpferin Putins und inzwischen, wenn ich mir das anschaue, sie hat eigentlich immer genau das gemacht, was den russischen Interessen entsprach. Ein Schelm, der daran denkt, dass ihr Vater ja KGB-nah war, beziehungsweise mit KGB-nahen Organisationen zusammengearbeitet hat, dass sie selber eine Russlandnähe hatte und viele glauben ja, sie hätte mit der Stasi zu tun gehabt, da gab es nie Unterlagen. Mir haben hochrangige Russen nach etwas Wodka von ganz anderen Verbindungen von Angela Merkel erzählt, nach Moskau zu einer Organisation mit drei Buchstaben. Sie wissen, welche Organisation mit drei Buchstaben ich meine. Ich habe das immer als Absurdität abgetan, habe über die gelacht. Zwischen ist mir das Lachen vergangen, aber mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ja, und ich glaube, das ist gerade der Unterschied zwischen Ideologen und Nicht-Ideologen. Also ich hatte früher die eine Meinung, viel ins Zweifeln gekommen, viel nachgedacht, inzwischen eine andere Meinung und auch die ohne Anspruch auf Wahrheit, während die Ideologen, die ganzen Restless und
eine Mehrzahl der Mainstream-Medien glaubt, sie ist im Besitz der Wahrheit und nie Fehler eingestehen würden und immer vorwärts, immer rückwärts, nimmer, wie der alte DDR-Spruch. Also, wenn ihr bereit seid, mir auch mal Fehler zu verzeihen, ihr sagt auch mal rückwärts und wenn ihr mit mir versucht, die Wahrheit zu finden, und ich glaube, es gibt nicht die eine Wahrheit, aber man muss versuchen, sich hier anzunähern, dann bin ich euch dankbar, dann lasst ein Like da, Glocke unterstützen, tausend Dank, alles Gute, ciao. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Here in the Western Hemisphere, we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers.